Ich denke, bei jedem von Ihnen ist schon mal der Wunsch aufgetaucht, man möge doch Lizenzkosten sparen. Sei es eben, wie wir gerade gehabt haben, von Enterprise auf Standard Edition oder sei es um den Weg Richtung Open Source zu gehen. Ich weiß nicht, hat irgendwer noch nie so einen Wunsch von irgendeiner Fachabteilung bei Ihnen gekriegt? Nicht. Das heißt, Sie dürfen alle sitzen bleiben und ein bisschen weiter zuhören. woran scheitert es aber des Öfteren? Gerade wenn wir sagen, wir steigen um von einer bestehenden Oracle-Applikation. Ich habe irgendeinen Applikationscode in der Datenbank. Und der ist im Normalfall bei Oracle BLSQL. Java ist, naja, in dem Sinn kein Problem, aber ich kann es in einer anderen Datenbank-Engine nicht in der Datenbank ausführen. Ich muss mir da was anderes dazu überlegen, aber der Java-Code ist natürlich wesentlich leichter zu portieren als das BLSQL, das eine proprietäre Sprache im Grunde ist oder, sagen wir mal so, gewesen ist. Deswegen schauen wir uns kurz an, was eine kleine Geschichte zur MariaDB und MySQL. Ich nehme an, jeder von Ihnen weiß, was die MariaDB ist. Genau, na, die DB nicht, die Maria. Aber das ist auch die Mi. Genau. Und, genau, aber dazu kommen wir genau gleich. Und wie es mit BLSQL in der MariaDB angefangen hat, was aktuell möglich ist und auch eine kurze Zusammenfassung natürlich, auch, was geht noch nicht, weil es wäre zwar schön, wenn wir schon einen vollen Sprachumfang zur Verfügung hätten, aber da muss man den Entwicklern bei MariaDB schon ein bisschen Zeit geben. Zeit leisten. MariaDB ist ja eine Abspaltung von MySQL. Bis 2008 war das letztendlich ein Produkt von MySQL, MySQL AB in Schweden entwickelt. Die sind dann von Sun gekauft worden und Sun von Oracle und somit ist das MySQL-Produkt bei Oracle gelandet. Und die Gründer von MySQL haben sich dann vom Acker gemacht und haben ein neues Unternehmen aufgemacht. Ebenfalls wieder in Schweden, die MariaDB. Anfangs noch als SkyDB, aber das hat sich schnell erledigt gehabt, der Name. Und mit dem auf der Codebasis von 5.1 MySQL-Server ist die MariaDB entstanden. Es ist noch relativ zeitgleich mit der Oracle 5.5er-Version auch eine MariaDB 5.5 rausgekommen. Und MariaDB haben dann relativ schnell entschlossen, auf ein neues Nummerierungssystem umzustellen, um auch damit zu dokumentieren, dass sie sich doch ein bisschen wegentwickeln wollen. Dass sie nicht eins zu eins einfach nur den gleichen Source hernehmen und unter einem anderen Namen vermarkten, sondern dass es schon einen Unterschied geben soll. Deswegen haben wir da auch schon dann die 10.0er auch noch im gleichen Jahr rausgekriegt. Währenddessen ist bei Oracle mit den Versionen, also speziell dann da von 5.7 und auf MySQL 8, war ziemlich lang Sendepause. Also man hat den Eindruck gehabt, das interessiert Oracle eigentlich nicht mehr. Das war damals für uns schon quasi der Ansatz zu sagen, ja, dann schauen wir uns einen anderen Unterstützer der MySQL-Plattform an. Ich habe relativ zeitig schon begonnen, eben auch mit der MariaDB 10.0 schon meine ersten Testinstallationen zu machen, ein paar Sachen auszuprobieren. Rein nur vom SQL-Server, weil für diverse Webplattformen und Freeware-Produkte ist ja jeder beliebige MySQL-Server verwendbar und die MariaDB hat da von Anfang an einen sehr zuverlässigen Eindruck hinterlassen. Wir sind aktuell produktiv auf der 10.3er-Version und die 10.4er ist auch schon in zwei, sagen wir mal, Alpha-Beta-Releases downloadbar, aber da dauert es noch ein bisschen, bis wir da auf einen Produktivstatus kommen. Ja, MariaDB haben wir eh schon kurz angesprochen.
wurde von denselben Herrschaften ins Leben gerufen wie seinerzeit MySQL. Die Namen hat der Peter eh schon kurz verraten. Auch das MySQL kommt eigentlich von einem Vornamen von der ältesten Tochter vom Herrn Widenius, die heißt Mi, auf Schwedisch nehme ich mal an. Das wird eigentlich eine MySQL, sollte das eigentlich sein, und kein MySQL. Und die jüngste Tochter vom Herrn Widenius heißt Maria. Deswegen heißt sein neues Produkt halt die MariaDB. Mir hat noch ein mittleres, das ist der Max, und deswegen heißt die Engine, die er in die MariaDB 5.5 eingebaut hat, MaxDB. Also es sind alle seine Sprösslinge sind in seinen Produkten verewigt. Ob es später noch was geben wird, wird man sehen. Ja, warum macht es noch Sinn, sich ein bisschen mehr mit MariaDB zu beschäftigen? Immer mehr Linux-Distributionen bringen eine Version von der MariaDB mit und nicht mehr von MySQL. Und somit liegt es eigentlich auf der Hand, einfach das Produkt auch zu verwenden. Wir haben beim Red Hat und CentOS 7 kommen schon mit MariaDB. Ist zwar eine ältere Version, aber im Standard-Package ist ein MariaDB drinnen. In der Red Hat 6 war es noch ein MySQL 5.5. Im Ubuntu haben wir ab der Version 18 ein MariaDB drinnen, im Debian 9 haben wir ein MariaDB drinnen und im SUSE SLES in den neuen Releases ist auch bereits ein MariaDB und kein MySQL mehr mit dabei. Also irgendwie hatten offensichtlich mehrere Leute den Eindruck, dass bei Oracle und MySQL nicht mehr so viel weitergehen wird und haben auf ein anderes Pferd gesetzt. Ja, wie gesagt, PLSQL, warum hat MariaDB angefangen, PLSQL überhaupt zu unterstützen? Zum einen gab es einen sehr potenten Sponsor dafür. Das ist irgendeine asiatische Bank. Details werden da nicht genannt. Die sich offensichtlich vor einiger Zeit entschlossen haben, Oracle rauszukicken und sagt, Leute, schreibt uns was, damit wir mit einem anderen Produkt überleben können. Und die MariaDB haben halt aufgezeigt und gesagt, ja, wir machen. Und ja, zum anderen sind sie aber nicht die Ersten, die das tun. In der DB2 gibt es schon seit längerem einen Compatibility-Modus, wo man PLSQL in einem gewissen Umfang abbilden kann. In PostgreSQL haben wir das ebenso. Auch da wird der Sprachsupport immer mehr verfeinert und erweitert. Und wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, was kann denn die MariaDB jetzt schon für den PLSQL? Seit der 10.2er gibt es ein paar, sagen wir mal, Basisfeatures, die schon implementiert wurden in den Procedural Code. Es hat angefangen mit dem Execute Immediate, was ein recht praktisches Tool ist, was ich weiß nicht, ich kenne es, dass es sehr häufig verwendet wird in der Zwischenzeit im PLSQL, ich weiß nicht, was Ihr Eindruck dazu ist. Was Sie natürlich haben machen müssen, ist, die Oracle Number, die müssen wir irgendwie unterstützen. Das heißt, es gibt einen passenden Decimal-Datentyp dafür, der die Präzision von der Oracle Number zusammenbringt, nämlich die 38 Stellen. Und sie haben NOPAD Collations gebraucht. Was ist eine NOPAD Collation? Da geht es darum, wie die Engine Strings vergleicht. Die MariaDB oder alle MySQL-Varianten waren beim String-Vergleichen, war ihnen die Trailing Blanks immer wurscht. Das heißt, ein Character 8 mit hinten drei Blanks und ein Waka 8 mit keine Blanks, wenn man die verglichen hat mit einem Missgleich oder mit einem Suchoperator, war das Gleiche. Um Oracle-kompatibel zu sein, muss das natürlich einen Unterschied machen, deswegen wurden schon in der MariaDB 10.2 extra Collations eingeführt, die man dann für Indexvergabe oder für Charakterdefinitionen in Tabellen verwenden kann, wo man dann diese Vergleiche eben anders implementiert, indem einfach ein String mit einem Trailing Blank nicht das gleiche ist wie der String ohne einem Trailing Blank. Ja, seit wir die MariaDB 10.3 haben, kann man wirklich schon anfangen, PLSQL zu programmieren.
wir haben den SQL Mode Oracle, wir haben Sequences, die wir im Oracle letztendlich seit langem verwenden. Wir haben Unterstützung für die gängigen Oracle-Datentypen. Wir haben Packages, wir haben einen Großteil der PLSQL Procedural Language, die man 1:1 übernehmen kann. Wir haben einen kompletten Cursor-Support, wir haben für Datendefinitionen einen Row-Type. Also man kann schon sehr sauber im PLSQL auch in der MariaDB programmieren und diese Sachen schauen wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail an. Warum SQL-Mode? Das ist die Methode für die MariaDB, um dem Parser zu sagen, was kann er denn alles? Man kann das natürlich mit einem Set-Kommando, wenn man entsprechende Rechte hat, für die ganze Instanz setzen. Man kann es mit einem Set-SQL-Mode in der Session setzen. Man kann es auch direkt im Config-File für den Startup hinterlegen, wenn man jetzt rein Oracle-kompatibel fahren will. Und der SQL-Mode Oracle heißt, impliziert eine Menge an Settings, die der Parser für SQL-Statements anwenden soll. Was weiß ich, die Pipes as Concat kennen wir vom PLS oder vom Oracle-Dialekt. ANSI-SQL hat eine Concat-Funktion, bei Oracle hänge jetzt was dringend zusammen mit den Doppelpipes. ANSI-Quotes für die Limited Identifiers hat man SQL auch ein anderes Anführungszeichen im Standard-Dialekt. Ignore Space ist wichtig, weil der Standard-MySQL-Dialekt zum Beispiel kein Space zulässt zwischen einer Funktion und dem Klammer auf. Im Oracle darf ich da beliebig Platz lassen dazwischen. Das war einer meiner allerersten Stolpersteine, wie ich angefangen habe mit MySQL, weil von Oracle bist du das gewohnt. Du blinkst dann Schall und Rauch. Nicht so bei MySQL. Ja, die No Key, No Table, No Field Options, da geht es darum, bei den Create Tables, die das MySQL produziert beim Describe, alle diese Optionen wegzulassen, die Oracle nicht vertragt beim Output, also Calculations. Also alle diese Sachen, diese Infos, die das MySQL mit ausgibt beim Create Table, braucht man für ein Oracle-kompatibles Create Table nicht wieder anzeigen. Das Einzige, was sie offenbar nicht, da haben sie offenbar ein bisschen Angst davor, was sie nicht setzen, ist Empty String is Null. Das ist etwas, was Oracle immer schon macht. Das ist Gewöhnungssache, wir sind alle dran gewöhnt. Die Option muss man im SQL-Mode extra noch dazusetzen. Warum das im Oracle-Modus nicht automatisch drin ist, hat sie mir nicht näher erschlossen. Zu den Sequences. MySQL, MariaDB hat ja eigentlich immer schon ein Auto-Inkrement gehabt, wie viele andere Datenbanken auch, nur Oracle nicht. Oracle hat mit der 12c dann die Identity Columns erstmals implementiert, die ähnlich funktionieren. Dafür haben wir jetzt in der MariaDB den umgekehrten Weg. Wir können uns auch Sequences anlegen, damit wir einfach das abbilden können, was wir als Oracle gewohnt sind, nämlich eine Sequence und einen Insert-Trigger, der uns mit diverse Spalten mit Werten versorgt. Es gibt genauso Sequence Nextval, Sequence Kurval zum Selektieren und es gibt zusätzlich dazu zwei Funktionen, die ich extra ausführen kann, die mehr dem MySQL-Verständnis entsprechen, Funktion, Klammer auf. Also Sequence-Punkt, das hat es ja so, gibt es ja so in der MySQL-Syntax eigentlich nicht. Das Spannende daran ist, das Setval funktioniert ähnlich wie der alte Sequence, nämlich ich kann mir wünschen, wo die Sequence dann weiterzählt. Ist auch etwas, was sich für mich als Programmierer nicht ganz immer so erschließt, dass ich mit einem Select, mit einem Funktionsaufruf eigentlich was tue. Eine Funktion sollte mir was zurückliefern, aber sollte nicht zwingend irgendwelche Werte permanent verändern.
Ja, das ist im PLSQL habe ich dann anonyme Blöcke, aber letztendlich ist so eine Select-Funktion von irgendwo mit nichts so ähnlich wie ein anonymer Block von einem Prozeduraufruf. Ich selektiere eine Prozedur, die irgendwas tut. Ja, das sind die kleinen Unterschiede zwischen Oracle und MySQL. Ja, Oracle-Datentypen. Wir sind es ein bisschen anders gewohnt, als es die MySQL oder die MariaDB ist. Wir haben einen VK2, wir haben einen Number, wir haben Date, Rows. Diese ganzen Datentypen muss der Parser beim PLSQL-Kompilieren natürlich erkennen können. MySQL hat das so gelöst, dass sie einfach Synonyme dafür definiert haben beim Parsen und sagen, wenn da einer sagt VK2, dann lege ich ihm einen VK an. Wenn da einer sagt, er hätte gerne einen Number, dann mache ich ihm daraus ein Decimal. Es gibt sowieso den Datetime, wo es dem Oracle Date entspricht. Wir können Rows abbilden, als war Binary. Wir können CLOBs und PLOBs ebenfalls in der Datenbank und im PLSQL abbilden. Damit haben wir eigentlich die meisten gängigen Datentypen, auch von der Namensgebung her, die wir fürs Programmieren brauchen. Die spannende Sache ist im MySQL-Client, wenn ich PLSQL programmieren will, dann muss ich ihm quasi den Slash als Delimiter setzen. Das muss ich explizit mit einem Statement machen. Ich muss ihm, das erste Statement ist, sagt, Delimiter ist jetzt mein Slash. Dann kommt ein anonymer Block oder ein Create-Package oder ein Create-Procedure. Endet auch so, wie wir es gewohnt sind, im SQL Plus mit einem Slash am Ende zum Kompilieren. Und wenn ich mit meiner PLSQL-Syntax fertig bin, dann setze ich mir den Delimiter wieder zurück am Strichpunkt, damit mein nächstes Select oder mein nächstes Show oder mein nächstes was auch immer, was ich gewohnt bin, mit einem Strichpunkt auch wieder ausgeführt wird. Das ist sicher gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber das SQL Plus gibt uns beide Möglichkeiten eigentlich gleichzeitig immer. Ein normales Statement kann ich mit einem Strichpunkt abschließen und ein PLSQL-Block muss ich mit einem Slash abschließen. Ja, da haben wir noch ein Beispiel zum anonymen Block. Was kann ich tun? Ich kann mir den aktuellen SQL-Mode abholen in meiner Session, sagt dann, ich schalte um auf Oracle, setze dann den Limiter, mache einen anonymen Block, setze wieder zurück den Delimiter und setze dann am Ende auch den SQL-Mode wieder zurück auf das, was ich vorher hatte für mein Standard-MySQL-Verhalten. Gesagt, ist alles skriptbar, ist ein bisschen anders, als ich es im SQL Plus gewohnt bin, aber ist durchaus ein gangbarer Weg. Ja, das erste Feature für prozedural Programmieren ist eine Procedure. Ich kann einzelne Prozeduren im PLSQL-Syntax erzeugen. Ist letztendlich, ja, weiß ich nicht, so wie wir es gewohnt sind, create a replace procedure, dann habe ich einen Deklarationsteil, dann habe ich einen Begin. Wir haben hier eine Sonderheit drinnen, das ist nur das Select-Text, das ist die Ausgabe auf Standard-Out. Das ist das, was wir im PLSQL mit dem DBMS-Output-Putline erschlagen. Das haben wir hier jetzt extra drin, dass nicht PLSQL-Syntax ist, das aber genauso geht. Also ich kann das Ding anlegen, ich kann es dann aufrufen mit einem anonymen Block und kriege dann als Ergebnis hier in dem Fall aus dem Select den Output unten dann raus. Funktioniert wunderbar. Ähnliches geht mit einer Function. Ich kann eine Funktion mir einfach als eigenständiges Objekt in der Datenbank anlegen. Habe natürlich einen Return dabei, weil es eben eine Funktion ist und keine Prozedur. Und letztendlich, ja, ich kann was vom Dual selektieren. Ich habe das in einem String drin, gebe den zurück. Und ich kann diese Funktion dann zum Beispiel in einem Select aufrufen. Die Besonderheit
MySQL ist immer das Select ohne irgendein From. Das From-Dual ist etwas, was halt die Oracleaner gewohnt sind, aber alle anderen SQL-Dialekte, MS SQL tut es ohne, ich glaube Postgres auch, wenn mich nicht alles täuscht, machen das ohne irgendeinen From, diesen einen Wert rausselektieren von irgendwo. Ich kann das natürlich auch wieder in einem anonymen PLSQL-Block machen, mit einem Declare anfangen, das Ganze dem String eine, die Funktion zuweisen und so wie wir es vorher gehabt haben, quasi den Output von dem String nur mit einem Select in einem anonymen SQL-Block. Hat, wie gesagt, funktioniert analog. Ich habe im Grunde meine PLSQL-gewohnte Syntax vor mir. Und das geht natürlich auch weiter dann zu dem, was uns eigentlich am meisten am Herzen liegt, weil Prozeduren und Funktionen hat MySQL auch in ihrem eigenen Dialekt schon gehabt. Packages ist etwas, was uns da vom Mitbewerb irgendwie bisher unterschieden hat. Und auch das hat uns die MariaDB jetzt implementiert. Was kann das Ding alles? Ich lege das Package die Specification an mit den exportierten Funktionen. Ich lege einen Package Body an mit den Prozeduren und dem Code. Hier für das Beispiel sind das natürlich die gleichen Sachen, die wir vorher als Einzelfunktionen gehabt haben. Und ich habe auch natürlich den Initialisierungsteil, der nur einmal aufgerufen wird, wenn das Package das erste Mal in der Session geladen wird. Auch den gibt es. Das ist, wird vollständig schon unterstützt. Und ja, letztendlich schaut es dann auch so aus, wenn ich in meiner Session die erste Prozedur aufrufe, kommt natürlich zuerst das aus dem Initialisierungsteil raus und dann der Output von meiner Prozedur. Wenn ich dann in der gleichen Session aus dem Package zum Beispiel die Funktion dann rausselektiert, dann kommt der Initialisierungscode logischerweise nicht mehr raus. Da war das Kämmer von PLSQL, sondern nur mehr der Output von meiner Funktion in dem Fall. Wie gesagt, funktioniert wunderbar. Das nächste Code-Teil, das wir sicher öfter brauchen, ist die PLSQL Exception. Ist also eine recht nette Sache, der Exception-Händler. Finden wir auch schon wunderbar vor. Die MariaDB bringt uns drei vordefinierte Exceptions schon mit, die wir eher vom Oracle schon als vordefinierter haben. Den Too Many Rows, No Data Found, Tuple und Index. Die muss ich nicht mehr explizit deklarieren, wann ich die als Exception verwenden will. Da kann ich einfach nur in der Form so eines Exception-Blocks verwenden. Die MariaDB auch extra in die prozedurale Sprache einbauen musste, ist die Null-Expression, also das Kommando des Null. Das hat es in der original prozeduralen Sprache von der MariaDB so auch nicht gegeben. Ja, zum Thema Loops. Im Grunde haben wir alles für Loops, was wir brauchen. Wir haben einen While-Loop, wir haben einen Cursor-Loop, wir haben eine numerische For-Loop, die ja von der Syntax her im PLSQL eher wieder einzigartig ist. Auch die wurde uns unterstützt. Wir haben ein Go-To-Kommando mit so einem Loop-Label, wir haben ein Exit und ein Continue, also alles, was wir in For-While-Until-Loops verwenden können, steht uns zur Verfügung. Über die Sinnhaftigkeit von dem Code müssen wir jetzt nicht diskutieren. Er ist so kompilierbar. Ich habe ein For-Loop, ich habe ein If-Else, wo ich entweder wieder raufhupfe oder zuerst noch was ausgibt. Wenn 6 ist, dann komme ich da nicht runter zum Ende, sondern so Continue vor in die nächste Loop-Schleife rein. Also alle Ablauf,
Elemente, die wir für den PLSQL-Programmierung gewohnt sind, haben wir da auch zur Verfügung. Ja, zum Datenverarbeiten im PLSQL ist das Angenehmste im Normalfall ein deklarierter Cursor und die For-Cursor-Loop. Die bringt uns im PLSQL im Oracle neben dem, sagen wir mal, übersichtlichen Lesen auch den Vorteil, dass der kompilierte Select auch gleich ein Array-Fetch macht von, glaube ich, 100 Rows ist die For-Loop definiert. Also sind wir eigentlich sehr, ich weiß nicht, ich verwende das die For-Loops relativ gern, weil man es einfach am schönsten lesen kann. Open Fetch, while close wird natürlich auch unterstützt, ist ein Cursor da. Ich kann mir einen Record definieren, der den Row-Type von dem Cursor implementiert. Ja, wie gesagt, mit einem Open, mit einem Fetch into den passenden Record-Type funktioniert das wunderbar. Ich habe die %Found-Variable zur Verfügung vom Cursor, also solange das nächste Letter-Fetch was gefunden hat, steht der auf True. Hier wieder quasi der Ersatz für den DBMS-Output. Ich gebe den Table-Namen aus, hole mir den nächsten Record und die Loop fährt durch. Ist die eine Implementierung, wie ich mit einem Cursor arbeiten kann, oder ich kann das natürlich viel billiger und übersichtlicher machen mit der For-Loop. Beides geht, ist hintereinander so ausführbar. Wie gesagt, da zum Selektieren Information Schema Tables ist eine recht praktische vorhandene Dictionary View, die mir alle Tabellen, die ich sehe, als aktueller User anzeigt. Und ja, mit den Komponenten habe ich eigentlich schon ein recht mächtiges Werkzeug zur Verfügung, Code in der Datenbank zu hinterlegen, der meinem PLSQL entspricht. Es gibt natürlich noch immer einige Sachen, die nicht gehen. MariaDB hat das jetzt auch erst relativ, also sagen wir mal, innerhalb des letzten 1,5 Jahre angefangen zu implementieren. Was wir nicht drinnen haben, ist der Minus-Operator, auch im normalen SQL. Das ist jetzt gar nicht abhängig vom PLSQL, da geht es um die Oracle-Kompatibilität. Oracle seit Jahr und Tag kann ich sagen, Select, Minus, zweites Select und ich kriege die Differenzmenge angeliefert von der Datenbank. Der ANSI-Standard sagt, das heißt Accept. Also die Methode gibt schon, man muss sie nur umschreiben. Ja. Ich kann das schon implementieren, aber kein Mensch aus der Oracle-Welt, der seit 20 Jahren Oracle programmiert, hat irgendwo schon Accept geschrieben. Das ist jetzt entstanden, als sich der ANSI-Standard irgendwie angefangen hat, da durchzusetzen. Was fehlt uns noch? Standard-Packages. Ich habe natürlich nichts zur Verfügung, was irgendwie aus dem Sys-Schema kommt von Oracle. Ich habe kein DBMS-Output, ich habe kein DBMS-Lock, ich habe kein DBMS-SQL, ich habe gar nichts. Was kann man dagegen tun? Zumindest einmal leere Hülsen selber schreiben. Damit ich es kompilieren kann und dann muss ich mal durchschauen, was kann ich, muss ich implementieren oder wo kann ich eh nicht um. Mit dem DBMS-SQL wird es ein bisschen schwierig. Das ist relativ mächtig. Mit einem DBMS Log Sleep, was man oft einmal braucht, um irgendwo sich ein bisschen schlafen zu legen und dann die nächste Aktion zu machen, das kann ich mir noch eher wahrscheinlich nachbauen. DBMS Output kann ich relativ einfach nachbauen mit dem Select Statement ohne irgendwas, damit kommt es auf dem Standard Output raus. Ja, was auch immer sonst noch Oracle an Sys-Packages mitliefert, habe ich natürlich nicht. Also je mehr man beim Entwickeln auf so Standard-Packages zurückgreift, umso schwieriger wird natürlich eine Portierung. Das zweite Problem, das wir noch haben, ist, es gibt keine Synonyme in der MariaDB. Das heißt, ich muss mir alle Packages in meiner jeweiligen Datenbank die wieder mit anlegen. Das heißt, selbst wenn ich mir so Standard-Packages einmal implementiert habe, kann ich die nicht in meine MariaDB-Instanz
hineinstellen, so Marke Süßschema, und sage, ich verweise halt dann drauf oder ich lege mir lokale Synonyme an. Das geht nicht. Also ich muss den Code, den ich überall brauche, auch wirklich in jede Datenbank hineinspielen. Ist ein bisschen umständlich. Was noch fehlt, ist das Constant bei den Deklarationen in den Packages. Ja. Ist, wie gesagt, da sind die Callnummern aus dem Ticketsystem von der MariaDB dabei, soweit sie schon bekannt sind. Wird uns hoffentlich in der 10.4er dann mitgeliefert werden. Und das Verhalten von der Dual Table ist noch nicht hundertprozentig konsistent. Wenn irgendwer schreibt, select Wert from Dual, dann macht der Parser einfach Folgendes, er hat es from Dual down. Und sagt, da steht from Dual, gut, dann mache ich einfach mein Standard select mit den Werten und bin fertig. Spannend wird es bei ein paar Kombinationen, wo ich mit der Dual irgendwas join. Da gibt es noch ein paar Query-Unterschiede, die kann man sich im Jira von der MariaDB anschauen. Die Tickets sind öffentlich zugänglich zum Anschauen, wo es genau rausraucht. Zum einen heißt die Spalten nicht immer Dummy, und also da verhält sich Oracle ein bisschen anders noch als das, was die MariaDB schon anliefert. Und wir haben noch ein schönes Feature aus dem Oracle noch nicht. Das ist die hierarchische Query. A connect by start with haben wir nicht. Also überall dort, wo es solche Queries gibt, tun wir uns im Moment ein bisschen schwer, das in die MariaDB zu portieren. Wo haben wir die Informationen her? Das ist nichts, was irgendwo Geheimdokumentation ist. Die MariaDB hat in der Knowledge Base eben die komplette Dokumentation online. Es gibt einen wunderschönen Überblicksartikel, was kann der Oracle Mode in der 10.3er. Es ist da zusammengefasst, was soll die MariaDB in der 10.4er bringen. Ja, wie gesagt, kurze Zusammenfassung, was ist überhaupt MySQL und die MariaDB aus der Wiki. Aber es ist doch beachtlich, sogar der Steven Feuerstein hat sich schon darüber gefreut, dass es ein PLSQL in der MariaDB gibt. Und der ist ja eigentlich der PLSQL-Guru bei Oracle schlechthin. Und der hat es auch schon, sagen wir mal, mit Freuden registriert und in seinem Blog verewigt. Das, sagen wir mal, lasst uns hoffen, dass da die Unterstützung dann auch weiter gedeihen wird und man vielleicht wirklich in naher Zukunft relativ easy kleinere Applikationen einfach einmal gar nicht mehr im Oracle laufen lassen. War doch einmal was Neues. Ja, eine kurze Zusammenfassung. Ich sag, mir gefällt die Situation, die wir jetzt in der MariaDB vorfinden, schon sehr gut. Wir haben uns da einmal durchgespielt mit den verschiedenen Sprachelementen. Das hat sauber funktioniert. Ist natürlich auch eine super Sache, wenn es am Markt schon jemanden gibt, der diese Entwicklung sponsert. Das heißt, von daher wird sich auch in der MariaDB die Unterstützung noch weiter verfeinern und auch vervollständigen. Für die 10.4er sind eh schon die nächsten Schritte angekündigt. Und ich glaube, dass man da durchaus eine sehr saubere Alternative für Standard Edition Datenbanken kriegen werden. Enterprise Edition Features wird ein bisschen fraglich sein. Wir haben ein paar Features natürlich in der MariaDB via Partitioning drinnen. Inwieweit wir damit vollumfänglich Enterprise Edition Datenbanken ersetzen werden können, wird ein bisschen eine hakelige Geschichte werden. Aber es ist durchaus der Weg da, nicht nur für die MariaDB, nicht nur eine Datenbank für einen Webserver-Stack zu sein. Und das, glaube ich, lässt uns hoffen, dass sich vielleicht auch die Oracle-Kleiner irgendwann wieder einkriegen und nicht noch weiter die Kunden mit den diversen Lizenzthemen dauerhaft verärgern. Weil wenn es wen gibt, die Alternative da ist, dann wird die hoffentlich dann auch genutzt werden. Musik